Wir beschäftigen uns nun mit der Frage, wie die Bundesrepublik Deutschland zu einem souveränen Staat wurde. Sie erinnern sich, Deutschland war in Besatzungszonen aufgeteilt, die Bundesrepublik in die drei westlichen Besatzungszonen. Hinzu kam die sowjetische Zone und das Gleiche galt für Berlin. Nun geht es um die drei westlichen Zonen. Sie haben gehört, dass das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, also Westdeutschland, am 23. Mai 1949 in Kraft trat. Und damit sicherten sich die Besatzungsmächte durch das, was Besatzungsstatut genannt wurde, eine bestimmte Oberhoheit über dieses Territorium der Bundesrepublik Deutschland und gestanden der neuen Bundesrepublik Deutschland letztendlich nur ein eingeschränktes Selbstverwaltungsrecht zu. Das Ganze zog sich von Mai 1949 bis 1955 und erstreckte sich auf Felder wie Eingriffe in Grundrechte zum Beispiel oder Rechte in der Außen- und Sicherheitspolitik, die sich die Besatzungsmächte vorbehielten, Außenwirtschaftspolitik, Reparationsfragen, Dekartellisierung, Militärpolitik, Schutz der Besatzungsstreitkräfte. Sie müssen wissen, dass die drei Besatzungszonen im Westen Deutschlands eben auch eine große Präsenz von Militär hatte aus diesen drei Staaten, die das Besatzungsstatut eben trugen. Und schließlich auch Änderungen des Grundgesetzes oder Zustimmung bei einfachen Gesetzen waren nur möglich in Kooperation mit den Besatzungsmächten. Das heißt, man kann hier mit einem amerikanischen Politikwissenschaftler James Rosenau von einem penetrierten System sprechen, ein Begriff, der später von dem deutschen Politikwissenschaftler Wolfram Hahnrieder übernommen wurde. Richtig souverän, könnte man sagen, wurde Deutschland erst mit dem Beitritt zur NATO, dem sogenannten Deutschlandvertrag im Jahr 1955. Wobei sich hier auch die Besatzungsmächte noch drei wichtige Vorbehaltsrechte sicherten. Das bezog sich einmal auf den Status Berlins, zweitens auf den Notstand. Hier lernte man aus der Weimarer Verfassung und schließlich einen Friedensvertrag. Volle Souveränität, muss man hinzufügen, erlangte die Bundesrepublik eigentlich erst durch den 2+4-Vertrag im September 1990. Und schließlich durch den Beitritt der DDR zum Grundgesetz am 3. Oktober 1990.